Schieß mich nicht. So, jetzt Deckung verlassen. Und nochmal, jetzt Schleichangriff, komm. Ja, jetzt rennt er weg. Was ist denn für... Was ist denn für ein Pfeifen-August? Ja, was ist das denn? Natürlich. Hallo. Wie sollen wir denn schleichen, wenn er uns permanent bemerkt? Was ist das denn für ein Facker? Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Uah. Hallo, bleib doch da. So, Deckung verlassen. Meine Güte, ist doch gut. Wie kommt man bloß auf solche Hübschen? Ja, ich frage mich das manchmal auch. Wer erfindet denn sowas? Jetzt rennt er wieder weg. Ich kriege einen Anfall. Oh. Ja, ich glaube, der hat's. Okay, haben wir jetzt schon mal mitbekommen und schon mal gelernt, dass wir Schleichangriffe machen. Was war das? Was? Schleichangriffe machen können. Das heißt nichts Gutes. Das heißt überhaupt nichts Gutes. Ja, und willkommen zu Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Willkommen zum DLC von The Evil Within. Die Let's Play Live Show jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. So wie es auch der... Das ist kein normales Türverhalten. Ich sag ja, Türengeschäft. Ganz dick möchte ich investieren demnächst. Oh nein, da ist auch noch einer von den Affen. Okay, ich geh erstmal hier rein. Und wo ist jetzt seine Axt? Ja, die kann man nur einmal gebrauchen. Da ist eine neue Axt. Die werde ich mir direkt erstmal holen. Hallo Philipp, ich grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ich höre ein, ich sehe aber kein. Tralalalala. Mach keinen Krach mit den Dosen hier, bitte. Ach, das ist er. Wie weit geht er denn? Ich geh mal weg hier. Nein. Ciao. Das ist taktisch sehr gefährlich, was ich hier gerade tue. Sehr gefährlich. Wo ist der hin? Oh. Hallo? Na, Kleiner? Okay. Wir müssen ihn irgendwie wieder von hinten erledigen. Von hinten. Wo ist der? Der ist wieder da runtergegangen, ne? Kann das sein? Ja, da hinten ist er. Ah, hier liegen Glasscherben, Mist. Vielleicht kriegen wir ihn ja doch nochmal von hier aus. Wir müssen mal gucken. Dürfen nur keinen Krach machen mit den Dosen. Und alles. Ist da noch einer? Nee. Natürlich, man kann auch eine Axt nur einmal benutzen. Oder? Ja.
Zum Glück bist du kein Holzfäller. Ja, das stimmt allerdings. Sonst hätte ich da echt ein Problem. Dann könnte ich jedes Mal, wenn ich einen Baum fälle, immer nur, könnte ich mir direkt eine neue Axt immer kaufen. Sieht der uns jetzt hier, wenn wir jetzt hier bleiben? Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, 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 bitte nicht, bitte nicht. Komm, 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 komm. Ja. Yes. Sehr schön. So. Ich bleib trotzdem mal Was? Was? Wo? Wer? Wo? Was? Hä? Okay, da scheint auch noch einer drin zu sein, glaube ich. Erst durch den Schlitz. Und jetzt von hinten. Ja. Pfui. Oder? Oder? Ich habe doch gerade was gehört. Ich bin noch nicht... Bist du tot? Irgendwas läuft da doch auf dem Flur. Ich bin doch nicht taub. Hier liegt noch was. Etwas ist noch viel erschütternder. Unsere Testsubjekte sterben. Sie kommen abrupt aus dem Stem und sterben mit völlig verängstigtem Blick. Und die, die überleben, sind katatonisch. Sie plappern unverständliches Zeug und lassen sich nicht befragen. Wir taten nichts, was die Veränderung bewirkt haben könnte. Es muss am wachsenden kollektiven Bewusstsein im STEM-System liegen. Die Patienten können dieser Belastung nichts entgegensetzen. Wir brauchen gesunde Subjekte. Vielleicht reinigen sie auch das System. In seinem jetzigen Zustand ist es nicht tragbar. Das wird Mobius wohl kaum gefallen. Und dieses Mal werden sie mir die Schuld geben. Unser neuer Prototyp in Beacon ist fast fertig. Wenn er bereit ist, stelle ich ihn auf das Funksystem um. Selbst wenn die ursprünglichen STEM-Experimente fehlschlagen, beweise ich Mobius mit der nächsten Generation meinen Wert. Okay. Aber das ist relativ viel vorgenommen. Und wir wissen ja, worauf es hinausgelaufen ist. So, wo bist du? Naja. Erstmal hier dran drehen. Klick, 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 klick. Gecko, wie war das nochmal? Gecko? Nee, Gecko war das ja nicht richtig. Wie sollte ich dich nochmal nennen? Wie war das denn nochmal? Ich hab's jetzt... Tut mir leid, ich hab's jetzt gestern noch vergessen. Mein Gott, ist ein ganzes... nur ein Tag her. Ist ja unglaublich. Aber schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich grüße dich. So. Will ich da runter? Rieselpiesel, Gecko. Schön, dass du da bist. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt's die Let's Play Live Show. Zülle war das, genau, Zülle. Hallo Zülle. Schön, dass du auch wieder da bist. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Folgen vom gestrigen Stream sind schon auf YouTube, also beziehungsweise Folge 1 ist raus. Weitere Folgen jeden Tag ab 19 Uhr. Sieht so aus, als müssten wir hier durch. Ich gehe aber erstmal hier lang. Noch ein Gecko. Ja. Hab noch einen Kumpel von mir dabei. Das ist super. Es gibt ja, es ist ja faszinierend in der Let's Play Live Show. Es ist ja unglaublich. Ich habe ja am 7.2.2014 mit der Let's Play Live Show angefangen, damals noch ohne Kamera und alles. Und der liebe HSV-Fan hat mir ja dann die Kamera spendiert und gesponsert für die Let's Play Live Show, weil das so toll fand, wie ich das gemacht hatte. Und es ist faszinierend, wie sich so die ganze Let's Play Live Show Community entwickelt hat oder die ganzen Zuschauer. Es gibt sogar. Nein! Geh weg! Inge! Warum Inge? Warum bist du so böse zu mir? Worauf wollte ich hinaus?
wie sich das entwickelt hat. Es gibt sogar Leute, die gucken sich mit ihren Mann den Stream an. Es gibt Pärchen, gucken sich den Stream an. Es ist unfassbar. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz und ich bedanke mich jedes Mal, wenn ihr da seid und mir zuseht. Unglaublich. Also ohne euch würde ich das ja auch gar nicht hier alles machen. Ihr seid ja meine Motivation, ja, wie gesagt. Der liebe HSV-Fan, ja, dafür nochmal einen heiden Respekt dafür. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank, der mir da, wie gesagt, die Kamera gesponsert hatte damals. Und wir sind schon über ein Jahr bei der Let's Play Live Show, Folge 120 schon heute. Jeden Freitag, jeden Samstag. Inge! Wo bist denn du? Ich glaube, wir müssen gleich rennen. Ich höre Inge. Inge! Da ist HSV-Fan! Oh oh. Oh, Zuckerarsch! Oh! Was? Oh nein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hallo. Beweg dein Arsch, Mann. Du hast ja im Sportunterricht gefehlt. Oh, Hamburg, meine Perle. Ja, eine Waffe. Ja, nimm die Waffe. Nimm die Waffe. Oh, guck mal, Gamma Klaus ist wieder da. Oh oh, oh oh, oh oh. Wow. 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 What the fuck? What the fuck? What the fuck? Nein! 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 Was? Wir haben nur ein Leben da? Das ist aber unfair. Oh Mann. Hallo Angel Rock und willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen bei Zero Win. Ja, dem DLC zu dem Hauptspiel, also The Assignment zu The Evil Within. Geh sterben, so. So, jetzt kam da einer, ne? Genau, so. Dann kam da hinten einer. Da, und dann hier. Und guck. Und dann kam da hinten angerannt, ne? Sehr schön. Und jetzt? Hallo? Hallo? Wah! Wah! Gabba Klaus! Geh weg, Gabba Klaus! Wow, was ist denn hier los? Wow! Gabba Klaus, du bist so hässlich! Geh doch sterben! Wow. Wow, was ist denn hier los? Wow. Inge! Inge! Geh sterben, Inge! Nein, wir haben keine Muni. Aber wir haben eine Waffe. Ja. So haben wir also unsere erste Waffe erlangt. Na, das geht ja rasant hier weiter im Kapitel 2. Das ist ja unglaublich. Ja, wird Leslie nicht lange überleben, das stimmt. Und wir auch nicht. Aber wir haben
Ne, haben wir gar nicht. Hä? Okay. Wie war das? Was? Schlitz? Von hinten und nun Rudel? Ja, und noch ein Rudel dazu. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und herzlich willkommen zur Let's Play Live-Show. Auch an alle neuen Zuschauer. Unglaublich. Mein Gott, 18, 19 Zuschauer. Wahnsinn. Was ist mit den anderen? Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für ihre Mission ohne Belang. Stehen Sie ihnen im Weg, wissen Sie, was zu tun ist. Immer diese schmutzigen, zweideutigen Gedanken. Unglaublich sowas. So. Auf geht's, steige ich die Leiter empor. Finger nach oben und man wird dich loben. Oh, guck mal, wer wieder da ist. Hey, Mizi. Na komm. Darf ich mal speichern? Ich speichere hier auch mal eben. So, neuen Speicherplatz erstellen, natürlich. Hey! So, wir haben mal gespeichert bei Snowball. Natürlich. Sicher, Digga, natürlich. So, aufstehen. Geh runter. Miau. Miau. Was ich jedem empfehlen kann, ist Simon's Cat. Habe ich vor kurzem auch erst erfahren. Ah, diese Türen erinnern mich an was. So, da können wir durch den Schacht durch. Nein, wir doch niemals. Nein, ihr würdet doch niemals zweideutige, schmutzige Gedanken haben. Wie komme ich nur darauf? So. Wie gesagt, das DLC The Simon sind wir gerade immer noch live dabei. Im Live-LP quasi. So ein bisschen, weil die ganzen Folgen landen auf YouTube. Und... okay, da ist irgendwie so ein Sicherungskasten oder sowas, der leuchtet. Da müssen wir wahrscheinlich auch hin. Und bis jetzt gefällt mir das sehr, sehr gut. Snowgamer, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das war so klar. Lass Josef laufen, den Volltrottel. Der hat uns im Hauptspiel sowieso nur Ärger gebracht. Ja, jeden Freitag, jeden Samstag gibt's die Let's Play Live Show. Ich höre was und das ist nicht sehr gut. Können wir was tun? Verteilerkastensicherung. Eine Hochspannungssicherung aus einem Verteilerkasten. Sie funktioniert noch und kann erneut verwendet werden. Naja gut, die können wir dann hier einsetzen. Ich sammle aber jetzt erstmal die ganzen Sicherungen. Was, Lee? Was? Okay, da komme ich nicht lang. Schon mal überlegt, was die Kittycat so frisst? Stimmt. Das ist vollkommen richtig, habe ich gar nicht überlegt. Du bist der einzig wahre Grabbel-Grabbel, Flexi. Grabbel-Grabbel. Ja, Grabbel-Grabbel. Bei Dying Light. Immer die Leichen durchsuchen. Grabbel, grabbel. Abgrabbeln. Ich traue den Leichen nicht, die hier rumliegen. Das ist... das, ja. Seit Dying Light weiß ich, dass das, nicht sehr... ich wusste es! Du scheiß Kackleiche! Ich hab's gewusst! Was habe ich gerade noch gesagt? Ich hab's gerade noch gesagt, oder? Ist noch keine 2 Sekunden mehr. Und schon greift mich so eine Kackbratze da an. Das ist doch unglaublich. Mann. Ist das DLC von The Evil Within? Ja, das ist das DLC vom The Evil Within, The Assignment heißt das Ganze. Und ich muss sagen, es geht ganz schön andere Wege. Es geht viel mehr ins Horror, viel mehr Schleichen und Schockmomente. Und es ist sehr, sehr geil. Also es gefällt mir sehr, sehr gut jetzt momentan. So, können wir denn einsetzen? Okay, wir müssen aber trotzdem noch 2 weitere finden. So. Es ist sehr, sehr... also... da haben sie sich, glaube ich, nochmal echt selbst übertroffen. Oder die haben sich gedacht, schmeiß mal das rein, was wir im Hauptspiel nicht mehr reinbekommen haben. Ne?
Immer wieder gerne, ihr Lieben. Da drüben ist auch noch ein Kasten, da müssen wir irgendwie rüber. Die Frage ist nur, wie und da auch. Kommen wir denn unten irgendwie weiter? Ich spring nochmal runter. Da an der Tür ging es ja eh, glaube ich, nicht weiter, ne? Da war ja zu. Da ist ja unser netter Josef reingegangen. Merci. Merci, ratatatam. Merci, ratatatam. Chérie, ratatatam. Oh, chérie, oh, la camembert. La baguette. Okay, hier unten geht's anscheinend... Oh, doch da. Kann ich da was tun mit der Lampe? Anscheinend bin ich dafür noch zu weit weg. Kann das sein? Ich glaube schon. Okay, das ist anscheinend zu weit weg. Die Frage ist doch jetzt... Wo komme ich weiter? Wir schauen mal. Irgendwo wird es ja schon weitergehen. Hey, was haben wir hier? Okay, das können wir nicht zertreten. Ich dachte, das könnte man vielleicht zertreten und da irgendwas sammeln. Mein Gott, 20 Zuschauer. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ist unfassbar. Dankeschön an alle Einzelnen. Hier komme ich aber nicht rein, ne? Oder? Anscheinend nicht. Ich kann da nichts tun. Da drüben ist eine Tür, da komme ich aber auch nicht rüber. Weil springen geht ja nicht. Das ist aber jetzt gerade irgendwie sehr... Moment. Hier vielleicht? Hier vielleicht? Nee. Okay. Ist aber jetzt gerade echt sehr merkwürdig. Und wie bin ich jetzt nochmal hier hingekommen eigentlich? Wie bin ich hierher gekommen? Ach ja, durch den Schacht. Stimmt. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich sagen. Irgendwas übersehe ich doch hier, ne? Kann das sein? Ah, Flexi, der war mal. Was denn? Was habe ich denn schon wieder gesagt? Das ist unfassbar. Irgendwas sage ich schon wieder. Ah, Moment, wir können ja eigentlich doch... Ah. Siehe einer an. Wir müssen doch schon die Sicherung einsetzen, damit wir weiterkommen. Ah, ja. So, Prost erstmal zusammen. Und willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr gibt's die Let's Play Live Show. Dein Gesang, achso. Oh, la camembert. Chérie. Du kannst ruhig sterben, hab nichts dagegen. Hallo Söckchen, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Und wie du siehst, spielen wir The Evil Within, das DLC. Und wir werden die anderen DLCs auch spielen. Davon bin ich fest von überzeugt, hier können wir uns verstecken. Das heißt nichts Gutes. Ich sag ja Türengeschäft. Ihr solltet unbedingt ins Türengeschäft einsteigen. So automatisch schließende Türen ist echt super. Vor allem, wenn man das gerade... Gerade noch gesagt. Das sieht so ein bisschen aus, als könnte man sich hier verstecken hinter den Kisten, weil... Was ist das denn? Okay. Dann gehe ich mal doch lieber hier lang. Das hätte ich gerne als Klingelton. Ja, jetzt bald zum Download bei Yamba, der Terrororganisation Yamba. Gibt's bald zum Downloaden. Bumm. Okay, ist verschlossen. Bis jetzt ist es noch ruhig. Und nichts ist passiert. Aber ich vermute, sobald wir die Sicherung haben, triggert das irgendwas und wir werden sehr schnell Besuch bekommen. Dann schauen wir mal. Ich wusste es. Das ist Leslie, ne? Oder? Das kennen wir normalerweise von Leslie.
Den Satz musst du nur kopieren, einfügen, Gelsäckchen. Geh weg, 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 geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich, hallo? Ludwig? Bist du da? Warum kommt der denn jetzt? Hä? Geh weg, Ludwig! Ich bin hier! Und wo bist du? Was? Wo ist der Gang hin? Wie bitte? Wo ist denn der Ver... Hä? Jetzt muss er natürlich durch die Tür wahrscheinlich da gehen. Kann ich... Ich hab doch jetzt gar keine... Hä? Ich hab noch niemals eine Waffe. Ah, super. Hier drüben. Ja, hier drüben. Wow, nein, 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 nein. Wow, ciao. Wow, nein. Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Ja, ich bin so gut wie tot. Ja, regeneriert. Wow, lauf doch. Lauf doch, lauf doch. Och, lauf doch. Oh. Ja. Ja, hat sich mal eben erledigt mit ihm. Ich wollte ihn jetzt gerade untersuchen und so ein bisschen krabbeln, so wie bei Dying Light, aber es geht ja nicht. Ja, ist doch gut. Jetzt beruhige dich wieder, Mann. Okay, das ist ein bisschen ein anderes Health-System oder ein Heilsystem wie im Hauptspiel, weil hier generiert sie sich, also kriegt sie sich komplett wieder ein. Ja, ich habe ihn versucht, auf die Falle zu locken und es hat auch gut geklappt, so wie es aussieht. Bitte was? Uah, ja, danke, Angel Rock. Ich hab's auch gerade eindrucksvoll bewiesen, wie man es richtig macht, anscheinend. Ich hätte jetzt gerne eine Flasche. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein.